Hallo zusammen und herzlich willkommen. Mein Name ist Franka. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch ein Unboxing von dem Trendradar Adventskalender 2023. Ich bin mega gespannt, was da für Produkte drin sind. Der besteht ja nicht nur aus Beauty-Produkten, sondern auch aus Food, Wellness, Lifestyle-Artikeln. Verspricht Produkte im Wert von über 270 Euro. Ich habe natürlich wie immer auch einen Rabattcode für euch. Und ich darf euch was richtig Tolles verlosen. Also wenn ihr Lust dazu habt, ganz viel Spaß und los geht's. So ihr Lieben, fangen wir erstmal kurz mit dem an, was ich euch verlosen darf. Und zwar habe ich euch im Oktober bereits meine eigene Frankas Favorites Box gezeigt, die ihr gratis zur Oktoberbox mit dazu bekommen könnt. Und diese Box inklusive meines extra Goodies, dieser super tollen Creme von Scone, die könnt ihr gewinnen. Das heißt, die hat einen Gesamtwert von 160 Euro. Wenn ihr nochmal genau sehen wollt, was da drin ist, verlinke ich euch einfach mein Video in der Infobox. Da könnt ihr gerne nachschauen. Ansonsten könnt ihr euch auch einfach überraschen lassen. Ich habe die Produkte selber ausgewählt und diese Box könnt ihr gewinnen. Wenn ihr daran teilnehmen wollt, schreibt mir einfach einen netten Kommentar. Gerne mit dem Hashtag Trendradar und schon wandert ihr in den Lostopf. Und falls ihr euch die Box noch sichern wollt, die gibt es nämlich gratis zur Oktoberbox mit dazu, könnt ihr das am 31.10. auch noch machen. Ich habe auch noch gehört, es gibt auch noch ein paar Boxen. Wenn ihr euch darüber informieren wollt, schaut in die Infobox, da verlinke ich euch die ganzen Codes dazu. Denn es gibt zwei unterschiedliche, je nachdem, ob ihr ein flexibles Abo oder ein Jahresabo abschließt. Also ihr Süßen, diese Box gibt es zu gewinnen. Ich drücke euch die Däumchen, wünsche euch ganz viel Glück. Und ich würde mich natürlich auch sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr den Kanal abonniert, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich mache hier ansonsten ganz viele Beauty-Box-Unboxings und natürlich auch Adventskalender-Unboxings auf dem Kanal. Also wenn das generell ein Thema für euch ist, würde ich mich freuen, wenn ihr abonniert. Und dann starten wir jetzt erstmal mit den Infos zu diesem Adventskalender. Bin ich nämlich sehr gespannt, was da drin ist. Los geht's. So ihr Lieben, dieser Kalender hat einen Wert von 270 Euro. Es ist ein nachhaltiger und veganer Adventskalender. Das heißt, die Food-Artikel werden auf jeden Fall vegan sein. Die Hautpflege, Beauty, Deko, Accessoires, je nachdem, was da drin ist, ist alles eher ein bisschen nachhaltiger und natürlich auch vegan. Sogar die Umverpackung von den einzelnen Produkten ist super nachhaltig. Und wenn ihr Lust habt, euch den Kalender zu sichern, könnt ihr mit meinem Code FrankaXmiss10 10 Euro sparen und dann zahlt ihr anstatt 129,95 Euro nur 119,95 Euro. Ich finde, das ist ein richtig guter Deal, wenn ihr einfach Lust habt, mal was anderes auszuprobieren. Abseits von den ganzen Beauty-Adventskalendern habt ihr hier halt schon eine bunte Mischung, genau wie auch in den Trendradar-Boxen. Den Kalender verlinke ich euch übrigens in die Infobox und über den Link ist mein Rabattcode bereits integriert. Das heißt, dann zahlt ihr direkt 119,95 Euro und braucht gar keinen Code mehr eingeben, nur dass ihr Bescheid wisst. In der Infobox steht alles, da könnt ihr auch alles nochmal nachlesen, auch zur Verlosung. So sieht der Kalender also aus. Und hier innen drin liegen dann wirklich die Geschenke komplett. Ich finde das super schön und nachhaltig. Mir kommt schon ein richtig toller Duft entgegen. Und ich zeige euch jetzt direkt das erste Türchen. So schauen die Tütchen aus. Ich finde das total süß. Hier ist einfach nur so ein Aufkleber drauf. Man könnte es wahrscheinlich sogar auch nochmal wiederverwenden. Denn hier vorne drauf steht nicht Trendradar, sondern nur die 1 und dann ist das Ganze einfach durchnummeriert. Und das erste ist gleich ein Mega-Kracher, super passend für die Weihnachtszeit. Und zwar haben wir hier gebrannte Kürbiskerne und sowas hatte ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich kenne nur gebrannte Mandeln und andere Nüsse, aber mit Kürbiskernen kann ich mir das total gut vorstellen, denn die mache ich mir so gerne auch auf mein Müsli drauf. Und ich glaube, die müssen wir direkt mal verkosten. Ich bin so gespannt, wie die schmecken. Die Nüsse von Seeberger sind generell super lecker, also machen wir die direkt mal auf. So schauen die aus. Ich nehme mir gleich mal ein paar mehr, muss sich ja lohnen. Sehr gut. Wow, also ich muss sagen, die waren total lecker, hat mir mega gut geschmeckt. Ist mal eine schöne Alternative zu gebrannten Mandeln und perfekt für die Weihnachtszeit. Weiter geht's direkt mit der Nummer 2 und hier ist wahrscheinlich irgendwie ein größeres Produkt drin. Das fühlt sich etwas schwerer an. Und hier haben wir ein Shampoo von der Marke No Planet B und zwar in der Duftrichtung Aprikosenkernöl und Walnussextrakt. Das hört sich super lecker an. Das ist übrigens aus geretteten Aprikosenkernen und das ist alles so ein bisschen nachhaltiger. Ich rieche einfach mal hier dran. Oh, das riecht super angenehm. Sehr schön sanft, super angenehm. Werde ich sehr gerne mal ausprobieren. Das Aprikosenkernöl ist wohl ein Nebenprodukt aus der Lebensmittelproduktion und Walnussextrakt ist aus der Ölherstellung. Und das soll einfach eine intensive Tiefenpflege für gesundes Haar sein. Werde ich gerne mal ausprobieren. Weiter geht's mit der Nummer 3. Wow, hier haben wir was mega Leckeres drin. Das habe ich schon mal probiert. Und zwar so ein Peanut Butter Cup.
Oh, das schmeckt so gut. Innen drin ist so eine cremige Erdnussfüllung. Das schmeckt zum Dahinschmelzen. Wirklich perfekt für die Weihnachtszeit oder auch einfach so zwischendurch. Das werde ich mir auf jeden Fall mal aufheben, denn das kenne ich schon. Und ich kann euch sagen, wenn ihr auf Erdnüsse steht, wird das voll euer Ding sein, weil das ist total cremig. Und auch die Schokolade, die schmeckt total gut. Das ist wie so ein Cupcake, der innen drin eben so eine Füllung hat aus Erdnussbutter und schmeckt mega lecker. Weiter geht's mit der Nummer 4. Oh, und hier haben wir was total Süßes. Von Herzen selbst gemacht. 80 Etiketten für Weihnachten. Das ist total goldig, denn hier habt ihr unterschiedliche Designs und da könnt ihr eure Geschenke bekleben. Denn ich habe gerade gesehen, hier, das kann man ablösen und dann könnt ihr das quasi auf ein Geschenk draufkleben, für wen das ist, von wem das ist. Und das finde ich super, weil häufig fehlt mir sowas und da freue ich mich jetzt drüber. Finde ich, ist sehr passend für die Weihnachtszeit. Dann geht es auch schon weiter mit dem fünften Tag. Und hier haben wir einen Anti-Pickel-Stift von der Marke Alkmene. Kenne ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Mein Teebaumöl, Anti-Pickel-Stift, Soforthilfe gegen Pickel und Unreinheiten. Weniger Pickel in 2 Stunden. Das hört sich natürlich sehr vielversprechend an. So schaut das Produkt aus. Also ich nutze sowas super gerne, wenn ich mal ein Problem habe. Da bin ich immer ganz froh, wenn ich einfach mal was Neues ausprobieren kann. Und da ist wahrscheinlich ein Gel drin. Das könnt ihr euch einfach direkt auf den Pickel auftragen. Da ist zusätzlich auch noch Zink drin. Und es soll eben nachweislich Hautunreinheiten, Pickel, Mitesser und Rötungen in nur 2 Stunden reduzieren. Das hört sich natürlich ziemlich vielversprechend an. Werde ich sehr gerne testen. Vor allen Dingen finde ich auch ganz gut, dass diese Produkte bisher noch nicht in der Trendradar-Box so drin waren, sondern dass das wirklich auch mal neue Produkte sind. Gefällt mir schon mal. Dann machen wir direkt weiter mit dem Nikolaustag. Bin ich mal gespannt, ob da was Spezielles drin ist. Oh, hier ist echt was Spezielles drin. Das finde ich ja ziemlich cool, dass sie an den Nikolaustag so ein hochwertiges Produkt reingepackt haben. Und zwar haben wir hier ein Antioxidizing Mikroalge Eye Protect Serum drin von Avant mit so Mikroalgen, was die Augenpartie einfach schützen soll. Das ist anscheinend so ein ganz neues Produkt von Avant. Ich schaue gerade auf deren Seite. Das hat einen Wert von 84 Euro und ist wohl ein ganz revolutionärer Hautpflegeinhaltsstoff, diese Mikroalge. Die soll einfach die Haut hydratisieren und revitalisieren und auch den Hautton ausgleichen. Zusätzlich ist da auch noch so ein Magnolienextrakt drin, der auch so für die Verjüngung der Augenpartie sorgen soll. Also es hört sich sehr spannend an, gerade so gegen Krähenfüße und feine Linien soll das helfen. Und das werde ich sehr gerne austesten. Finde ich super für die Nummer 6. Dann geht es direkt weiter mit der Nummer 7. So, das ist ein richtig cooles Produkt, was wir in der 7 haben. Und zwar ein paar Medjool-Datteln von der Marke Nabali. Fairkost für alle. Die sind frisch, natürlich und lecker und 100% natürlich. Hier sind 50 Gramm drin. Das sind, glaube ich, so 3, 4 Datteln. Die liegen da direkt drin. Ich habe die schon mal ausprobiert. Die schmecken traumhaft. Die sind so saftig. Die schmecken so gut. Also das ist ein idealer Energielieferant. Und das ist wirklich kein Vergleich zu diesen ganz normalen Datteln, die man jetzt so im Supermarkt bekommt. Also diese Medjool-Datteln. Das ist wirklich was Besonderes. Die schmecken einfach viel, viel besser und sind natürlich auch total groß. Also eine reicht auf jeden Fall für einen ordentlichen Snack. Hier sind insgesamt 2 Stück drin. Ich werde die mir auf jeden Fall mal für ein leckeres Dessert aufheben und mache dann so ein bisschen Mandelmus rein. Das schmeckt so traumhaft und so liebe ich das total. Also die kann ich euch sehr empfehlen. Die habe ich schon mal ausprobiert. Da freue ich mich jetzt total drüber, weil die habe ich natürlich ganz schnell verzehrt. Und weiter geht's mit Türchen Nummer 8. Oh, das ist ja toll. Hier haben wir so einen Lufferschwamm drin von der Marke Unicorn Luffer Pure and Nature. Wow, sowas finde ich total passend gerade für die Dusche. Das ist ja super praktisch mit diesem Band hier hinten. Das könnt ihr perfekt in der Dusche nutzen, einfach nass machen. Braucht ihr kein Peeling verwenden zusätzlich, sondern einfach zum Beispiel nur Duschgel oder auch nur Wasser. Und damit könnt ihr eure Haut auf ganz natürliche Weise peelen. Ich liebe sowas. Das muss man natürlich irgendwann mal austauschen. Deswegen finde ich es gut, dass das jetzt drin ist, weil ich habe auch aktuell gerade keins mehr. Als reines Naturprodukt ist Luffa besonders hautverträglich und 100% abbaubar. Übrigens kann man diesen Schwamm auch bei 30 Grad in der Waschmaschine waschen. Habe ich gerade nochmal nachgelesen. Und man soll ihn nur nicht in den Trockner geben, aber man kann es auf jeden Fall in der Waschmaschine waschen. Ich würde es vielleicht in so einen extra Beutel noch reinmachen, damit es zum Beispiel auch nicht mit anderen Klamotten so in Kontakt kommt, weil das schon ein bisschen härter ist, so vom Material. Aber das finde ich eine richtig gute Idee und das werde ich sehr gerne nutzen.
Weiter geht's mit der 9. Und in der 9 haben wir was total Passendes zur Weihnachtszeit. Und zwar ein paar vegane Dinkel-Lebkuchen. Das finde ich super. Die werde ich sehr gerne mal ausprobieren. Ich habe nämlich ehrlich gesagt noch gar keine Lebkuchen gekauft. Denn ich mag das noch nicht so im September. Ich warte eigentlich immer bis mindestens November. Und dann lasse ich es mir auch ordentlich schmecken. Aber vorher habe ich noch nicht so den Vibe dafür. Gerade wenn es auch noch warm ist draußen. Aber jetzt werden die Temperaturen ja so kalt, dass ich mir das sehr gerne schmecken lasse. Da freue ich mich sehr drüber. Es sind 8 Stück drin. Oh, und ich finde, das ist eine sehr coole Auswahl an Foodprodukten. Wirklich so was Passendes zur Weihnachtszeit. Finde ich richtig toll, weil viele Adventskalender haben gar nicht so einen Weihnachtsbezug. Das ist jetzt wirklich einer der wenigen, die tatsächlich Produkte haben, die man so ein bisschen auf Weihnachten beziehen kann, auch mit den Etiketten. Also das hat mir bisher jetzt schon ganz gut gefallen, aber wir machen direkt mal weiter mit der Nummer 10. Und in der 10 haben wir jetzt tatsächlich was, was man das ganze Jahr über nutzen kann, was nicht unbedingt speziell jetzt was mit Weihnachten zu tun hat, aber es ist einfach ein kleines Buch von der Marke Semikolon. Es nennt sich Petit Voyage. 274 Seiten büttengeprägtes 100 Gramm Papier, okay, mit Weltkarte, mit Zeitzonen, 2 Lesezeichen, Stiftschlaufe mit Semikolonbleistift und Gummiverschluss. Oh, das hört sich gut an. Vielleicht ist das so ein kleines Reisetagebuch. Das würde mir total gut gefallen, weil das mache ich total gerne, gerade so, um meine Erlebnisse zu dokumentieren. Und das ist dann super schön, wenn man Jahre später das nochmal durchblättert. Einfach auch, was man so gefühlt hat in dem Moment. Wenn man das notiert, dann kann man nochmal voll eintauchen. Ich habe das nämlich letztens gefunden. Da habe ich das gemacht, wo wir vor 15 Jahren das erste Mal in Thailand waren. Und das war so spannend, das zu lesen, weil das einfach wirklich was anderes war und ich das zum ersten Mal erlebt habe. Also insofern, ich schaue mir das jetzt mal an. Wir gucken mal, wie das aussieht. Hier ist auf jeden Fall so ein kleiner Bleistift mit dabei. Als erstes haben wir hier eine Weltkarte und dann haben wir tatsächlich wie so eine Art Tagebuch, einfach nicht liniert und nicht kariert, einfach so zum Reinschreiben, seine Gedanken, seine Ideen, vielleicht auch so die nächsten Urlaubstrips, was man plant. Habt ihr noch einen kleinen Bleistift mit dabei? Also ich werde das sehr gerne nutzen, weil ich plane auch gerade den nächsten Urlaub und das finde ich eine sehr gute Idee. So ein schönes Reisebuch, wenn man so will, ne? Weiter geht's mit der Nummer 11. Und hier haben wir was Kleines drin. Und zwar von der Marke EEM Seife in der Duftrichtung Lemongrass. Und ihr wisst ja, ich liebe Lemongrass. Wir hatten ja in meiner Box ein Lemongrass-Gewürz drin. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, ob mir die auch gefällt. Aber die Verpackung ist auf jeden Fall schon mal ziemlich süß. So schaut die aus, knallgelb. Ja, und riecht eindeutig nach Lemongrass. Richtig cool. Schön zitrisch, richtig fruchtig. Das ist sehr angenehm, muss ich sagen. Weiter geht's mit der Nummer 12 und damit haben wir jetzt sogar schon Halbzeit. Und in der 12 haben wir einen schönen Schokoriegel und zwar nicht nur Schoko, sondern auch Bio-Erdnuss-Karamell und natürlich vegan. Sieht super lecker aus. Ich mag ja Erdnuss gern, ich mag Schokolade sehr gerne und das Ganze ist handmade in Berlin. Da sind 33% Erdnüsse drin, aber kein Palmfett und der Riegel nennt sich Edgar. Ja, werde ich sehr gerne mal ausprobieren, sieht sehr lecker aus. Dann machen wir weiter mit der 13 und das fühlt sich wieder ein bisschen schwerer an, könnte ja ein Beauty-Produkt sein. Oh nee, das ist kein Beauty-Produkt, sondern auch was zum Essen und zwar Livis Bratapfel-Topping mit Apfelstückchen, Zimt und Vanille. Hört sich richtig lecker an. Perfekt für Porridge, Pancakes oder pur. Hat 30% weniger Zucker, natürlich gesüßt und vegan. Das hört sich total lecker an. Das ist ja sehr, sehr spannend. Also ich esse total gerne so Bratäpfel oder auch Birnen, alles Mögliche, was man so im Backofen einfach erhitzt an Obst und mache mir dann irgendwie so ein Topping drauf, was knusprig ist. Das essen wir gerade jeden Tag. Also wäre das vielleicht eine Alternative dazu und spart mir ein bisschen Zeit und ein bisschen Schnibbelei. Bin ich auf jeden Fall am Start. Also man könnte es auch einfach so auf einem Toast essen, nehme ich jetzt mal an. Und es gibt einem einfach so Bratapfel-Vibes. Ich glaube, das werde ich direkt mal ausprobieren. Oh ja, das riecht tatsächlich so ein bisschen nach Bratapfel, weil da einfach auch Zimt drin ist. Und das gibt einem ja dann direkt so einen weihnachtlichen Vibe. Also finde ich sehr ansprechend vom Geruch. Verkosten wir mal. So sieht die Konsistenz aus. Ist ein bisschen dicker. Könnte man als Bratapfel-Topping bezeichnen. Ja, ich bin gespannt. Mmh. Oh, sehr schön fruchtig. Man schmeckt richtig so einzelne Fruchtstücke raus, allerdings so schön weich eingekocht, so wie man das eben von so einem Bratapfel kennt. Sehr gut.
Also das könnte ich mir tatsächlich sehr gut auf Joghurt vorstellen oder einfach auf Toast. Also für alles Mögliche. Das finde ich sehr lecker. Nicht nur zur Adventszeit, das werde ich jetzt sehr gern in mein Frühstück integrieren. Wir machen weiter mit der 14. Und hier haben wir jetzt ein Beauty-Produkt. Das finde ich sehr, sehr schön. Und zwar eins, was ich auch noch nie hatte von der Marke I&M. Ein Lip Care Cherry, also einfach ein getönter Lippenbalsam. Die Marke I&M ist ja Naturkosmetik. Die sind fair, organic und vegan. Das Ganze ist plastikfrei. Und ich rieche jetzt einfach mal kurz, ob das auch nach Kirsche riecht. Das wäre ja super. Ich liebe Kirschduft. Oh, so sieht das aus. Sieht voll goldig aus. So ein kleiner Lipbalm. Einfach hier unten hochdrücken. Und das riecht tatsächlich so ein bisschen nach Kirsche. Sehr angenehm, muss ich sagen. Ja, das werde ich sehr gerne nutzen. Freue ich mich drüber. Bio-Shea-Butter und Bio-Kokosöl. Und wir haben ja übrigens auch noch so eine ganz sanfte Tönung mit dabei. Sehr interessant. Vielleicht erinnert mich das auch einfach so ein bisschen an meine Kindheit, an so diese Lippenpflegestifte, die so ein bisschen beduftet waren. So ein bisschen riecht das, aber angenehm. Gibt mir gute Vibes auf jeden Fall und werde ich sehr gerne nutzen. Dann geht es weiter mit der 15 und die ist ziemlich groß. Da bin ich gespannt. Oh, das ist auch sehr passend für die Adventszeit. Und zwar haben wir hier einen Wellness-Tee, vitalisierender Kräutertee mit Ingwer, schwarzem Pfeffer und Zimt. Also eine schöne Mischung für die Adventszeit. Ich mag generell gerne Ingwer-Tee, muss ich sagen. Und es ist von der Marke Gepa, The Fair Trade Company, ohne Aromazusätze. Teekuvert ist kompostierbar und das Ganze ist biofair. Ja, werde ich sehr gerne trinken. Es geht weiter mit der 16. Und in der 16 haben wir jetzt mal ein Skincare-Produkt und zwar von der Marke Luceutique, ein Luceo Booster. Und ich glaube, diese Marke orientiert sich so ein bisschen an dem Zyklus der Frau. Der Luceo Booster verleiht deiner Haut mit diesem Konzentrat aus 9 wertvollen Ölen und 3 Ölkonzentraten eine wunderbare Ausstrahlung und intensiviert deinen natürlichen Glow. Das soll man in der zweiten Zykluswoche verwenden und zwar 2 bis 3 Tropfen zur täglichen Feuchtigkeitspflege hinzufügen. Ich finde es ganz spannend. Ich müsste jetzt mal gucken, in welcher Woche ich mich gerade befinde. Und dann werde ich das gegebenenfalls mal ausprobieren. Das ist so ein Ölserum wahrscheinlich. Hier sind ja sehr viele Öle drin. Himbeersamen, Sanddorn, Avocado, Jojoba, Mandel, Aprikosenkern, Pflaumenkern, Olivenkern und Haferöl, okay. Und dann haben wir noch 3 Extrakte, Hagebutten, Nachtkerzen und Tomatenölextrakt. Also das hört sich auf jeden Fall spannend an und das werde ich einfach mal ausprobieren. Jetzt geht's weiter mit der Nummer 17. Und hier haben wir Christbaumschmuck. Das finde ich auch richtig schön. Weihnachtsschmuck in 3 einfachen Schritten. Das kann man anscheinend so ein bisschen ausstanzen und dann an den Baum hängen. Ich mache es einfach mal auf. Es ist von der Marke Moya Birchbark. Und das ist aus echter sibirischer Birkenrinde, 100% Naturmaterial, handgefertigte Unikate. Und hinten drauf steht auch genau, wie man das machen soll. Finde ich ganz spannend. So schaut das Ganze dann aus. Das heißt, das kann man hier einfach rausdrücken. Hier sind quasi 3 Anhänger. Ihr nehmt euch immer 2-mal die gleichen raus. So sieht das Ganze dann wahrscheinlich zusammengesteckt aus. Ihr habt dabei auch noch 2 Kugeln und 2-mal solche Teile, sodass man das einfach zusammenstecken kann. Und dann kann man sich das an einen Baum hängen. Ihr habt hier ein Löchlein und da unten ein Löchlein. Ich muss allerdings sagen, es ist ein bisschen fimschig. Ich habe schon schwarze Finger. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich mir das an den Tannenbaum hängen würde, weil ich ganz andere Sachen aufhänge. Entspricht leider nicht so ganz meinem Geschmack. Finde ich jetzt nicht ganz so dramatisch, wenn noch mal ein Produkt dabei ist, was einem nicht so gefällt. Und Geschmack ist halt verschieden. Je nachdem, was ihr für einen Baum habt, könnte das ja sein, dass euch das sehr gut gefällt. Ihr müsst nur echt aufpassen, wenn ihr das zusammen macht, müsst ihr euch danach die Hände waschen, weil ansonsten habt ihr überall schwarz. Also das ist ja aus einem Naturmaterial, aus einer echten sibirischen Birkenrinde. Wahrscheinlich ist man deshalb so schwarz und bekommt dann so schwarze Finger, wenn man das zusammengesteckt hat. Finde ich ehrlich gesagt nicht ganz so optimal, aber gut. Ach so, und ihr habt übrigens auch so einen kleinen Faden mit dabei, da könnt ihr das Ganze dann auch aufhängen. Wollte ich jetzt nicht unterschlagen. Ich habe mir jetzt gerade die Hände gewaschen, weil das wirklich sehr hartnäckig war, muss ich sagen. Ich tue mich immer ein bisschen schwer mit Kritik, einfach aus dem Grund, weil das einfach eine Geschmackssache ist, eine persönliche Sache ist und es ja durchaus auch Leute unter euch geben kann, denen das gefällt. Deswegen will ich sowas auch nicht total schlecht machen, weil das einfach ein persönlicher Geschmack ist und in meinen Einrichtungsstil passt es jetzt nicht rein. Aber wenn ihr eine sehr natürliche Wohnung habt mit ganz vielen Naturmaterialien, könnte das total passend sein. Also deswegen will ich es gar nicht so zerreißen, muss ich ehrlich sagen, weil ich auch grundsätzlich nicht so ein Typ bin. Also nur, dass ihr Bescheid wisst. Wir machen einfach mal weiter mit der Nummer 18.
Und in der 18 haben wir etwas von Original Bachblüten und zwar ein Walnussextrakt. Das finde ich jetzt total spannend. Sowas kenne ich überhaupt nicht. Ich kenne mich auch nicht so gut mit Bachblüten aus, muss ich ehrlich sagen. Es ist anscheinend nur Walnuss, eine Spirituose, 27% hergestellt in England, enthält 0,2% Original Bachblütenessenz Walnuss. Verzehrempfehlung: 2 Tropfen in ein Glas Wasser geben und schluckweise trinken oder 2 Tropfen in ein Fläschchen mit 30 ml stillem Mineralwasser geben und mehrmals täglich 4 Tropfen davon nehmen. Okay, ich schaue mal gerade nach, für was das gut sein soll. Die Original Bachblütenessenz Walnut kann dich darin bestärken, allen Veränderungen in deinem Leben mit einem Gefühl von Sicherheit zu begegnen. Das positive Potenzial der Walnut Bachblüte liegt in der Fähigkeit, veränderte Lebensumstände zu akzeptieren, sich an sie anzupassen und sich konstant weiterzuentwickeln. Also das ist eine gute Einstellung, das sollte man, glaube ich, generell machen. Und wenn einen das dabei unterstützt, okay, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber ich werde mich da vielleicht mal ein bisschen näher einlesen. Weiter geht's mit der Nummer 19. Und in der 19 haben wir ein kleines Make-up-Produkt und zwar von der Marke Angel Minerals. Das ist so eine vegane Kosmetikmarke und das ist ein Mineralpuder French Powder Satin Pearl. Das ist titandioxidfrei, steht ganz explizit hier drauf. Die Marke ist cruelty free, 100% vegan, no animal testing, eco-friendly und made in Germany. Es soll wie so eine unsichtbare Foundation wirken, nicht in die Poren eindringen. Hört sich alles sehr interessant an. Da steht ein richtig langer Text dazu da, was das alles kann und wie man das aufträgt. Ich werde es vielleicht einfach mal auf dem Handrücken swatchen und mal ausprobieren. Hier ist 1 Gramm drin, einfach mal zum Testen. Ich gebe mir das mal auf den Handrücken. So sieht die Farbe aus. Also das ist ganz zart. Es ist wirklich so ein bisschen wie so satiniert. Und der Farbton, der verschmilzt so jetzt mit meinem Hautton. Und ich kann mir auch schon vorstellen, dass das mit vielen Hauttönen verschmilzt, weil das ja einfach so eine Farbe ist, die wahrscheinlich zu sehr vielen Typen passen wird. Und es ist nicht so deckend, dass wahrscheinlich auch viele mit der Farbe klarkommen werden. Ich weiß nicht, ob die auch andere Farben haben. Ich denke mal, dass das einfach mal so zum Ausprobieren ist. Das sieht super schön glowy aus, so ein bisschen, finde ich. Also es ist kein totmattes Puder, sondern eins, wo man so einen richtig schönen Sheen hat. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Die Produkte davon sind übrigens alle vegan und auch Naturkosmetik zertifiziert. Ich werde mich einfach nochmal auf der Seite umschauen. Das ist auf jeden Fall jetzt das Mineralpuder Satin Pearl N4. Wahrscheinlich haben die schon unterschiedliche Farben. Für mich passt die Farbe jetzt tatsächlich perfekt. Es passt sich sehr gut meinem Hautton an. Also wenn ihr einen ähnlichen Hautton habt wie ich, könnte das sehr gut passen. Ich glaube aber auch, dass der Puder von der Farbe sehr viel vergibt. Dann geht es auch schon weiter mit der 20. Oh, hier ist was Lustiges drin. Und zwar haben wir hier ein paar Weihnachtssocken. Das finde ich richtig cool, muss ich ehrlich sagen. Von der Marke Many Mornings. Aber die riechen irgendwie so ein bisschen nach Lemongrass, habe ich den Eindruck. Also irgendwie riechen die gerade super gut. Sehr fruchtig und leicht zitrisch. Sie nennen sich The Gingerbread Man und sind in der Größe 39 bis 42. Ist für mich jetzt perfekt, wenn ihr sehr kleine Füße habt, könnte das vielleicht ein bisschen groß sein. Aber ich glaube, 39 haben sehr viele. Und ich sag mal, wenn solche gemütlichen Socken ein bisschen größer sind, ist es wahrscheinlich auch nicht so schlimm und kann man zu Hause trotzdem anziehen. Also für mich passen die, ich freue mich drüber, finde die total süß. Sind 2 unterschiedliche, einer so in grün und einer in braun. So schauen die aus, ja. Sehr, sehr schön, finde ich passend für so einen weihnachtlichen Adventskalender. Weiter geht's mit der 21. Und hier haben wir wieder was zum Essen und zwar eine Nut Butter Bar in der Richtung Chocolate Chip and Peanut Butter mit 7 Gramm pflanzlichen Protein. Ja, wahrscheinlich durch die Erdnüsse, die sind ja sehr proteinreich. Von der Marke Cliff. Ich glaube, den Riegel lasse ich mal für meinen Mann, weil der liebt auch Erdnüsse ohne Ende. Da wird er sich garantiert freuen, denn das sieht super lecker aus hier mit den Erdnüssen. Und mit der Schokolade, ja, das könnte genau seinem Geschmack entsprechen. Ein Riegel hat 230 Kalorien, aber dafür 7 Gramm Eiweiß, also so der ideale Nachmittagssnack. Weiter geht's mit der 22. Und hier haben wir eine Haarseife drin und zwar mit Lycea Cubeba. Und ich glaube, das ist doch so ein Glücklichmacher, weil das nämlich so total krass, zitrisch, aber richtig angenehm duftet.
Und das ist auch das, wonach die Socken so ein bisschen duften. Ich glaube, die Tüte lag einfach da drunter. Das finde ich richtig cool, muss ich sagen, weil dieser Geruch ist wirklich ziemlich besonders. Das ist von der Marke Wannegut Manufaktur. Wenn ihr mir schon ein bisschen länger folgt, wisst ihr, dass ich nicht so gerne feste Shampoos verwende, sondern ich schon ganz spezielle Shampoo- und Pflegeprodukte, gerade so für blondierte Haare, verwende. Ich werde es einfach mal ausprobieren. Zur Not kann ich das immer noch als ganz normale Seife nehmen oder auch um meine Pinsel damit zu waschen. Also wenn es für menschliche Haare gut ist, wird es ja auch für meine Pinselhaare gut sein. Und dann riechen die so schön, weil der Geruch ist wirklich ziemlich cool. Das ist halt sehr zitrisch, aber nicht unangenehm, sondern so, dass man direkt gute Laune bekommt. Also ich hatte mal ein Duschgel mit dieser Duftrichtung und das hat mir extrem gut gefallen und das soll wohl nachweislich die Stimmung heben. Und das ist wirklich richtig lecker. Also der Duft gefällt mir sehr gut. Weiter geht's mit der 23. Und in der 23 haben wir einen Bio-Fruchtaufstrich mit Hagebutte. Und zwar mit 70% Hagebutte und nur 30% Zucker. Das finde ich richtig gut. Ich finde, das ist auch super passend für die Weihnachtszeit. Und noch dazu unterstützen die wohl auch Kleinbauern und auch Frauen. Denn das Ganze wird handgemacht von alleinerziehenden Frauen zum Beispiel oder auch von Frauen mit Behinderung. Finde ich super, wenn man sowas auch noch unterstützen kann. Vor allen Dingen, wenn es lecker ist. Ich werde es sehr gerne demnächst mal ausprobieren. Und dann kommen wir jetzt Trommelwirbel zur 24. Bin ich natürlich mega gespannt, was wir hier drin haben. Oh, das ist ja super, was wir hier drin haben. Und zwar direkt zwei Produkte. Ich fange mal mit der Süßigkeit an, denn wir haben hier einen Apfel-Zimt-Riegel drin von der Marke Raw Bite, The Organic Fruit and Nut Bite. Also sehr passend für Weihnachten. Hier sind 100% natürliche Inhaltsstoffe drin und kein zugesetzter Zucker. Einfach mit getrockneten Früchten und Nüssen und auch Datteln und Cashews, Zimt ist da drin. Also das hört sich richtig lecker an. Und dann haben wir natürlich auch noch ein Beauty-Produkt und zwar von der Marke I Want You Naked Natural Skincare. The Lovely, ein revitalisierendes Gesichtsöl. Das finde ich natürlich sehr spannend, denn in meiner Box war ja auch etwas von dieser Marke drin, weil ich die sehr gerne mag. Und ich lese euch mal vor, was sie hierzu schreiben. Eine Liebeserklärung an deine Haut. The Lovely unterstützt mit wertvollen Ölen die Regeneration deiner Haut und lässt sie glatt und gepflegt strahlen. Das hydratisierende, feine Gesichtsöl zieht schnell ein und versorgt deine Haut tief mit essentiellen Nährstoffen und Feuchtigkeit. Natives Bio-Hanfsamenöl und Mohnöl stimulieren die Zellregeneration, wirken beruhigend und gleichen Unebenheiten aus. Anwendung: direkt dünn auftragen oder in die Tagescreme mixen. Okay, da ist also Bio-Hanfsamenöl drin. Chlorophyll wirkt antioxidativ, es zieht schnell ein, es ist auch von Hand gefertigt und es soll pflegen und glätten. Wir schauen uns das einfach mal an. So sieht das aus. Ein paar Tropfen genügen und ihr könnt es entweder pur auftragen oder in die Pflegecreme einmischen. Ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren. Wie gesagt, ich bin nicht der riesengrößte Gesichtsöl-Fan, weil ich das einfach häufig nicht vertrage. Aber testen werde ich es auf jeden Fall, wenn es eine Liebeserklärung für die Haut sein soll. Und ansonsten habe ich eine Mama, die sehr trockene Haut hat und die es mir dankbar abnehmen wird. So, ihr Lieben, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht. Ich habe die Produkte mal ein bisschen unterschiedlich sortiert hinter mir, um euch nochmal einen genauen Überblick zu geben. Wir haben richtig schöne Beauty-Produkte dabei. Wirklich mal was Neues, was vorher auch noch nie in der Trendradar-Box war, also der größte Teil zumindest. Angefangen von diesem Serum von Avant, dann haben wir tolle Gesichtsöle und Seren mit dabei, so super hochwertige Produkte. Dann natürlich auch ein paar Seifen, die riechen allerdings fantastisch, entweder nach Lemongrass oder nach diesem Licea Cubea, gibt einem direkt gute Laune. Wir haben ein bisschen was Neues zum Ausprobieren für die Lippen von I&M, diesen Kirsch-Lippenpflegestift, den finde ich richtig schön. Und auch von Angel Minerals einfach mal so ein Puder zum Testen. Ich fand das von der Qualität ganz schön. Es fühlt sich sehr seidig und sanft an. Und ich freue mich, das demnächst mal auf dem Gesicht auszuprobieren. Dann geht es weiter mit den Accessoires. Also dieses Buch fand ich total toll mit der Weltkarte. Das werde ich bestimmt als mein nächstes Tagebuch verwenden. Die Etiketten sind eine super Idee für Weihnachten. Socken gefallen mir gut. Das Einzige, was jetzt nicht so ganz meinem Geschmack entsprochen hat, sind diese Anhänger. Aber das ist einfach eine persönliche Geschmackssache. Dann machen wir direkt weiter mit den Food-Artikeln. Also was ich natürlich mega fand, ist, dass hier Lebkuchen drin sind. Das ist natürlich super passend für Weihnachten. Und dann natürlich auch noch diese gerösteten Kürbiskerne, also der absolute Kracher. Dann haben wir vier Riegel mit dabei
unterschiedliche Fruchtaufstriche. Ich finde, sowas kann man auch immer ganz gut gebrauchen. Dann haben wir auch noch einen Tee mit dabei. Also ich finde, das ist eine richtig schöne Auswahl für den Advent. Sehr passend für die Weihnachtszeit. Und ich finde vor allen Dingen die Mischung gut, weil wir haben hier tatsächlich 10 Beauty-Artikel, 10 Food-Artikel und 4 Lifestyle-Artikel, nenne ich es jetzt mal, also mit den Socken und den Büchern und den Etiketten und Anhängern. Also einfach so ein bisschen Deko und einfach mal was anderes. Also ich bin sehr zufrieden mit der Auswahl. Wenn ihr euch den Kalender auch sichern wollt, dann schaut in die Infobox, da habe ich ihn euch verlinkt. Mit dem Code FRANKAXMIS10 spart ihr 10 Euro und dann bekommt ihr ihn für 119,95 Euro anstatt 129,95 Euro. Ich verlinke euch die Details unter dem Video und nehmt übrigens auch gerne an meinem Gewinnspiel teil. Schreibt mir dafür einfach einen netten Kommentar, gerne mit dem Hashtag Trendraider. Und dann könnt ihr meine kleine Frankas Favorites Box gewinnen mit dem Extra-Goodie im Wert von 160 Euro. Wenn ihr den Inhalt sehen wollt, schaut euch gerne das Video dazu an. Das verlinke ich euch einfach auch mal. Und ihr könnt euch diese Box übrigens auch noch im Oktober gratis mit dazu bestellen. Zur Oktober Trendraider Box. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut es euch unbedingt an. Gilt halt nur noch diesen einen Tag, aber dann wisst ihr Bescheid. Also ihr Süßen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bedankt mich fürs Zuschauen. Hier gibt es 2 meiner letzten Videos. Hier könnt ihr mich abonnieren. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.